Na gut, wir müssen Schild wechseln. Wir wollen nicht das komische Graswappenschild gegen einen Feuerdämon benutzen. Wir wollen das aufgestufte Schwarzritterschild benutzen. Wir wollen nicht einen goldenen Schlangenring benutzen, sondern verstärkt Feuerverteidigung. Macht eigentlich vollkommen Sinn bei einem Feuerdämon, aber letztes Mal hat es nicht so wirklich viel Unterschied gemacht. Weiß auch nicht. So, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Tränke sind okay. Wie sieht das mit dem Gewicht aus? 6 und... Oh, ist zu viel. 56 von 108? Das sind 112,6, das geht nicht auf. Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Ach so, nur ohne Schild passt das mit der Belastung. Leichte Attacke. 1, 2. Oh. Ich fühle mich sehr unwohl dabei, ohne Schild gegen Gegner zu kämpfen, der diese Feuerattacke hat zum Beispiel. Also ich glaube, für diesen Kampf gehe ich doch auf unseren tollen Streitkolben zurück. Da sieht es im Gewicht nämlich gleich wesentlich besser aus. Ja. Andere Sache noch. Es wurde mehrfach erwähnt, dass ich die Harze doch öfters benutzen soll. Also. Sowas hier. Fügt Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Und Feuer. Feuer bringt nur gar nichts. Ich probiere mal ganz kurz den Goldharz aus. Also wir haben jetzt... Ich mache die Fehler immer wieder. Wir haben jetzt 182 plus 122. Sind 202, 204? 204. Okay. Goldharz. Okay. Hoffen wir mal das Beste. Es wird nicht angezeigt. Achso, das sind 304, nicht 204. Oh, Moment mal. Sicher, dass es... Oder habe ich mich vorher verrechnet? Also ich sehe gerade keinen Blitzschadensbonus auf der Waffe. Also ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur ein Bonus obendrauf ist. Oder ob es die Waffe halt zu einer Blitzwaffe macht, wodurch dann der physische Schaden weniger wird. Was natürlich extrem doof wäre, weil wir ja auf physisch gehen. Ja, gucken wir mal. Also, wir müssen jetzt teleportieren zur Tochter des Chaos. Ja. Oh, 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 oh. Ich muss noch unbedingt Blitzschweiß mit reinnehmen. Hallo. Ja, Zauber einstimmen. Wir hätten gerne... Blitzschweiß. Blitzschweiß. Kann ich nicht zweimal nehmen, weil ich nicht zweimal habe. Okay. Was macht Linderung? Was? Achso, reduziert Blutung und Gifteffekte. Ja, egal. Okay. Raus. Ausrüstung ändern. Nicht dich, sondern dich bitte. Und wir sollten das Ding immer noch irgendwann mal aufstufen. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Dauer des Effekts nicht abhängig ist von der Stärke der Hand. Was ich auch beachten muss, ist, das Ding hielt echt nicht sehr lange. Also ich glaube, wenn wir das zaubern würden, wenn wir vor der Nebelwand sind und dann zum Boss hinlaufen, dann ist der Zauber weg, bevor wir beim Boss angekommen sind. Also so klappt das nicht. Und ich hoffe, ich laufe überhaupt richtig. Ja, sieht richtig aus. So, das Leuchtfeuer hier aktivieren wir mal nicht, weil ich nicht weiß, wie hoch das aufgestuft ist. Die Jungs lassen wir hier in Ruhe rumdümpeln. Und ist das dann neu? Rutsch mal runter. Ich hätte schwören können, das Becken ist vorher nicht da gewesen. Dass die Lava hier durchgehend war. Also an diesem
Sieht den Weg da vorne, ne? Wo die Säulen sind, wenn man den weiterverfolgt, da lang. Dass an dem Weg lang die Lava war, dass das Loch hier jetzt ein bisschen tiefer ist als vorher, bringt uns das irgendwas? Guck mal kurz hier unten. Erstmal sieht das hier verdächtig aus. Ist es aber nicht, okay. Ich guck trotzdem mal hier unten lang, ob irgendwo irgendwas Neues aufgetaucht ist. Da unten war eine Sackgasse, da waren wir schon. Da sind Viecher in der Lava. Bisschen schwer zu erkennen, muss die Augen zusammenkneifen. Das da hinten in der Lava sind keine Steinbrocken. Das sind Viecher mit Waffen in der Hand. Das ist auch neu. Definitiv. Und seit wann krabbelt ihr? Mir hinterher? Hallo? Junger Mann? Kann ich Ihnen helfen? Die waren vorher auch nicht so aggressiv. Die saßen eigentlich immer nur rum. Alles sehr komisch. Also es sieht nicht aus, als wenn es hier weitergeht. An der Stelle hier direkt. Aber vielleicht ist hier irgendwo was Klickbares. Dass dann so ein Pop-up kommt, Wandel über die Lava oder vergleichen. Ja, und das sind definitiv Viecher. Aber kein Pop-up. Nö. Das heißt, echt erst Boss bekämpfen. Dann geht die Lava entweder noch weiter runter oder man kriegt irgendeinen Gegenstand, der die Lava erhärten lässt oder dass man auf der Lava gehen kann, irgendwas in der Richtung. Also keine Planänderung, Boss töten. Mist. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, ich könnte das noch aufschieben. Weil die Attacke von dem war einfach nur garstig. Ich meine, wir haben eine tolle neue Rüstung, wir sind inzwischen Stufe 70, so wie noch. Und der hat uns fast gewonnen-hittet. Aber ja, Boss niemals Rücken zukehren und so. Das, ja. Schild hoch und aushalten. Das wird wirklich der Knackpunkt gewesen sein. Weil ich habe mein Schild jetzt ja auch mehrfach aufgestuft. Die Haltung ist hoch genug. Das heißt, es kommt nicht mehr ganz so viel Schaden durch. Nachdem die Stamina weg ist. Aber wo ich meinen Stamina-Balken so sehe, ich glaube, ich könnte auch ruhig mal ein bisschen mehr raufpacken. Aber ich brauche die Belastung. Ja, ein bisschen. Ja, muss ich gucken. Stärke, Stamina. Also Stärke, Belastung und Vitalität weiter steigern. Aber jetzt ist der Plan, ich laufe da ran, so nah wie es geht. Ohne dass er mich angreift. Erstmal sollte ich mich vorher heilen. Ich habe keinen Heilzauber dabei. Okay, eine Flasche geht jetzt schon mal drauf. Weil ich denke nicht, dass wir 19 Flaschen einsetzen werden im Kampf. Der haut uns vorher tot. Also wir laufen jetzt zu ihm hin. Möglichst nah ran, ohne dass er uns angreift. Dann zauber ich mit L1, nicht vergessen. Dann wechsle ich auf Schild. Blockiere den ersten Feueratem, was auch immer er macht. Guck, wie viel Schaden davon durchkommt. Und dann, wenn er auf den Boden haut, versuche ich dem auszuweichen. Wechsel auf zweihändig. Und das sind jetzt schon viel zu viele Tasten, die ich drücken muss. Wechsel auf zweihändig und gebe ihm dann. Und gebe ihm. Und das dauert viel zu lange. Ja, zwei, dreimal werde ich hauen können. Okay, okay. Das ist der Kampfplan. Mal gucken, wie er so umgesetzt wird. Hallo, Lavastromdämon. Lauf, 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 lauf. Da kommt er. Ja, komm näher, komm näher, komm näher. Ich glaube, ich mache das jetzt schon. Okay, Schild hoch. Schild hoch. Was machst du da? Ah, das geht ja. Wow. Okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ah, hier kann ich gut gucken. Hallo, Junge. Okay. Komm, gib ihm. Schild, Schild, Schild. Au. Trink. Und hau einmal. Und zu spät. Ah ja, mit Schild ist das sehr gut machbar. Jetzt kommt nur die seitliche Attacke, die erträglich ist. Au. Okay, hau drauf und du kannst dich danach heilen. Heilen. Okay. Schild hoch, Schild hoch. Blitzschweiß. Au. Trink. Blitzschweiß ist gleich weg.
Ja, okay. War eine doofe Idee, zu versuchen, zwischendurch noch ein bisschen Schweiß zu zaubern. Jedenfalls bei der Attacke. Weil der Attacke folgt immer eine zweite Attacke. Der trampelt dann eine Weile auf dem Boden rum mit seinem Knüppel da und dann... Ja. So, du bist nicht aufgestuft. Das ist nicht gut. Wo bist du? Menschlichkeit benutzen. Ja, okay. Ich muss das wieder zum Dingens machen. Ich habe dich gerade da rausgenommen. Oh, und ich habe vergessen, das Blitzdingens zu benutzen. Kommt alles gleich. Erstmal Menschlichkeit. Benutzen. So. Aushöhlung umkehren, ja. So. Entfachen, ja. 20. Das. Oh, okay. Kann ich weiter entfachen. Gut, ich habe jetzt eine Menschlichkeit verschwendet, aber ja. Lässt sich nicht ändern. Aber ich bin positiv überrascht, wie wenig Schaden wir genommen haben durch die Standardattacken von dem. Also er hat zwei, drei Attacken, die immer noch recht garstig sind. Also dieses Trampel-Trampel-Ding, das uns eben gerade umgebracht hat. Da muss man halt... Ja, also Schild hochhalten, das... nicht zaubern, während er die Trampel-Attacke macht, ist schon mal ein sehr guter Anfang. Und ich werde jetzt nicht runterrutschen, weil ich keinen Trank dafür benutzen will. Also, nicht angreifen, nicht zaubern, wenn er einen angreift, ist schon mal sehr gut. Und der Mega-Knüppel. Also er hat noch so einen Lava-Arm, den er ab und an mal auspackt. Der wird immer noch sehr gut wehtun. Der Rest allerdings, wenn Schild oben ist, ein Viertel Lebenspunkte ungefähr. Ein Ticken weniger vielleicht sogar. So, Goldharz. Also, neuer Kampfplan. Bevor wir durch die Nebelwand gehen, benutze ich das Goldharz. Ich hoffe einmal, es hält lange noch. Dann laufe ich auf ihn zu, mache kurz vor ihm wieder Blitzschweiß und dann machen wir das Ganze nochmal und hoffentlich einen Ticken besser. Also. Goldharz. Wechseln auf Flakon. Rein. Laufen. Da kommt er. Oh, mein Haufen. Den kann ich noch einsammeln, bevor ich zauber. Mitkommen. Zaubern. Schild hoch. Hallo. Du bist zu nah dran. Ich kann nicht sehen, was du machst. Okay. Eins, zwei, kein dritten. Au. Das ist auch eine Taktik. Ich lass mich einfach hauen. Trink den Trank. Halt Schild hoch. Wo ist die große Keule? Nein, ist die Seitenkeule. Au. Hau einmal, Trinktrank. Hätte ich zweimal hauen können. Ja. Oh, sehr schön. Oh, da ist ja noch eine. Ach, das ist so ein Hakenhand quasi. Ja gut. Du... Nimm den Boss im Visier, verdammt. Was zur Hölle? Was mache ich dagegen? Das ist eine sehr gute Frage, weil selbst Schild hat da nicht so wirklich viel gebracht, weil die Stacheln von oben kommen, der Schild nach vorne geht. Und das Harz hat nicht wirklich viel mehr Schaden gemacht. Also ich sah nicht wirklich viel mehr Schaden. Es kann gut sein, dass es mehr war, aber es war nicht so, wow, wir machen ja viel mehr Schaden. Da war nichts. Schade. Also am Anfang sah das richtig gut aus. Das sah so aus, als wenn ich mich einfach nach und nach verprügeln lassen konnte. Ab und an mal einen Schlag reinbekommen und den Rest dann hochheil. Und wenn das so weitergegangen wäre, hätten wir das auch geschafft. Wäre ein bisschen langweilig gewesen, aber wir hätten es geschafft. Aber das mit den Stacheln, Wahrscheinlich muss man da durchgehend in Bewegung bleiben in der Phase.
Also entweder laufen oder einfach nur gehen. Aber laufen wäre wahrscheinlich praktischer. Wobei wir beim Laufen kein Schild hochhalten können. Doch, können wir. Okay. Dann ist das der Plan. Wenn wir nochmal die Stacheln kommen sehen, wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich das vorausgucken kann. Also was für eine Haltung er annimmt, um das zu machen. Aber sobald ich sehe, dass die ersten Stacheln kommen, Schild hoch, einfach nur weglaufen. Noch ein Problem, das ich recht häufig bei dem Boss jetzt schon hatte, war das Targeting. Wenn man ihn targetet, kann man seine Arme nicht treffen. Also muss ich jedes Mal das Target rausnehmen, was ja doch ein bisschen doof ist. Aber gut. Also, Haufen laufen, Blitzschweiß, Schild rein und gib ihm.